Können wir ruhig mal einen Speed höher drehen. Sie ist auf jeden Fall grün, das heißt, irgendein Zwerg sollte kommen und sie platzieren. Ja, da kommt er auch schon mit der Tür. So, und wir haben eine Tür. Gut, next. Jetzt befehle deine Zwergen, den Steinwall fertigzustellen. Also die Mauer. Benutze den Construct-Button. Vom Pop-Up-Window wähle den Workstone. On the Terrain, ja. Steuerung halten und scrollen, um die Mauer höher zu machen. Click and drag to fill the wall gap, also die Mauer ziehen, um alles zu schließen. Ja, deine Zwerge werden sofort an die Arbeit gehen. Sorge dafür, dass die Mauer solide ist und die Tür der einzige Weg rein ist. Gut. Gut, Workstone. Brauchen wir. Sollen die Höhe machen. Und ja. Das ist den manchen nicht aufgefallen, einem nicht aufgefallen mit seinem Stream. Wenn er über ein Objekt zieht, dann wird das einfach ignoriert. So. Das heißt, wir machen mal den Speed wieder höher. Und lassen sie die Mauer bauen. Und ja, das hatte der Entwickler auch geschrieben. Es gibt hier ein Preferences-Menü. Da hat er eine experimentelle Konstruktionstechnik mit dem letzten Patch eingefügt, weil die Zwerge dazu neigen, ein bisschen chaotisch zu bauen, solche Sachen. Ja, ein Algorithmus, der dazu helfen soll, dass die Zwerge nicht in der Konstruktion stecken bleiben. Bitte probier sie aus und lass mich wissen, wie sie wirken. Schau dir den Window-Tooltip für den Algorithmus an. Pausieren wir mal kurz, weil das interessiert mich. In den beiden Videos, die ich gesehen habe, gab es das nämlich noch nicht. Da gab es nur hier oben, wann Scaffolding, also das hier, platziert werden soll. Nämlich um Zwerge, die feststecken, rauszuholen. Und um eben solche Sachen bauen zu können. Die Algorithmen, was machen die normal? Normale Konstruktionsalgorithmus. Schnellkonstruktion, aber Zwerge bleiben manchmal stecken. Ja, das kennen wir. Ein Layer nach dem anderen. Strikte, layerbasierte Konstruktion, langsame Konstruktion. Zwerge Zwerge machen nur auf dem niedrigsten Z-Layer ihre Tasks. Das hilft den Zwergen davor festzustecken. Ja, das können wir dann in der nächsten Mission mal ausprobieren. Required Support. Support-basierte Konstruktion. Moderate Geschwindigkeit. Zwerge vollführen nur eine Konstruktion. Wenn kein Konstruktionsbefehl unter diesem ist. Oder unter dem, der an diesem Task hängt. Das erlaubt generell, alle Blocks zu erreichen mit einem einzigen Scaffolding Tower. Dies hilft den Zwergen, weniger stecken zu bleiben. Im Augenblick mein favorisierter Konstruktionsalgorithmus. Den werden wir ausprobieren in der nächsten Mission. Weil ich weiß, in der nächsten Mission müssen wir auch ein bisschen was bauen. So, jetzt müssen sie nur noch gucken, dass sie den Block da dicht kriegen. Ich hoffe mal, das macht jetzt einer. Ja, er bringt den Block. Gut.
Ja, und sie scheinen auch Scaffolding an. Oh, zwei Zwerge sind beim Kingdom gejoint. Jetzt nimmt er den Block wieder mit, weil einer in dem Ding drin steht. Suppi. Du da, würdest du bitte da rausgehen? Will er nicht. Okay, dann greifen wir mal ein bisschen vor. Und reißen hier draußen das Scaffolding mal wieder ab. Okay, die Mauer ist fertig. Sehr gut. Das Scaffolding draußen ist auch abgerissen. Wir können wieder auf Normalspeed gehen. Und klicken auf Next. Nun, da eine feste Mauer zwischen dir und zwischen deinen Zwergen und den Orks ist, lass deine Archer auf die Tower. Bring deine Archer auf die Tower. Oder lass uns deine Archer auf die Tower bringen. Erstelle ein paar Archer-Posten, die bemannt werden sollen. Benutze den Archer-Post-Button. Das ist der hier. Create an area to station a ranged military squad. Und zieh 4x4 Felder auf den nördlichen Türmen. Das sind die beiden hier. So, dann. Erstelle außerdem einen Guard-Posten für deine Nahkampfsoldaten. Bringe den Guard-Posten ins Innere deiner Festung ungefähr 12 Blöcke von der Tür entfernt. So, dass wenn die Orks reinbrechen, sie einen Hammer sehen, der in ihren Schädel schlägt. Ja, okay, das ist dann der Guard-Post, ist der hier. Ein 8 Blöcke breiter Guard-Post, der 12 Blöcke ungefähr weg sein soll. Das sind 4. Das sind nochmal 4. Machen wir hier. Ja, hier ungefähr. So. Als nächstes. Als letztes weise deine Krieger den Posten zu, dass sie nicht ziellos umherwandern. Öffne das Militär, den Militärbildschirm oben. Klicke auf den Guard Post Tab, da sind wir schon. Klicke und ziehe die Castle Guard zum Guard Post und die Tower Archers 1 und 2 auf die Tower Archer Posts. Okay. Das hier ist die Castle Guard, die soll auf dem Posten. Tower Archers 1 und 2 auf die Posten jeweils. Next. Gib deinen Archern die Chance, auf ihre Posten zu kommen. Wenn deine Archer in Position sind, klick Next. Mhm. So, meine Archer klettern die Treppen, die Leitern hoch. Gut. Der Squad sieht vollständig aus. Der Squad sieht auch vollständig aus. Next. Diese stinkenden Grünhäute sind hier. Die Vorbereitungen, die du soweit gemacht hast, sollten leichte Arbeit mit ihnen machen. Okay. Ja, da ist jetzt mal ein richtiger Ork-Trupp. Nicht nur drei einzelne Mannequins. Und davon ist einer sogar ein bisschen gepanzert, so wie es aussieht. Aber wir lassen jetzt die Pfeilhölle auf sie herabsegeln. So. So, die stinkenden Grünskins sind tot. Gute Arbeit im Kampf.
Gute Arbeit, wie du mit diesen Orks umgegangen bist, aber sie werden bald in größerer Zahl zurück sein. Lass uns ein paar Fallen legen für sie. Lass uns ein paar Fallen legen, um sie für das nächste Mal willkommen zu heißen. Klick auf den erweiterten Fallen-Button. Unterhalb des der versteckt ist im Enemy Traps Button. Klick Spike Trap Button. 20 Spike Traps außerhalb der Mauer kreieren. So, Advanced Traps. Ah, die Pause kommt mir gerade wie gerufen. Spike Trap. Brauche ich eine Spike und eine Spring. Und ich soll 20 Stück draußen aufstellen. So, das sollten 20 sein. Während deine Ingenieure dabei sind, die Fallen aufzustellen, kannst du damit weitermachen, andere Aufgaben zu signieren oder zu vergeben. Notiz. Das Fallenaufstellen ist ein Nebenobjekt in der oberen rechten Ecke. Ja, ist es auch. Deswegen sind wir ja auch schon dann. Jo. Nachdem die Archer ihre Pfeile abgeschossen haben, wollen sie ihre Köcher wieder auffüllen. Im Augenblick gehen sie den ganzen Weg runter in den Keller, um das zu tun. Du kannst ein paar Ammo-Racks aufstellen auf den beiden nördlichen Türmen, damit sie nicht so weit laufen müssen. Zuerst schneid etwas Space aus den Archer-Posts raus. Klicke auf den Cut-Blocks-Button und schneide 4 Blöcke aus jedem Archer-Post. Das hier ist der Cut-Blocks-Button, mit dem man Blöcke aus Deutsch, Areas und so weiter rausschneidet. Was ich auch lustig fand, ich habe einer der Leute, die ich zugesehen habe, die haben das irgendwie verpeilt und haben immer mit dem Cancel-Button hier ihre gesamten Sachen abgerissen, anstatt sie nur kleiner zu machen, wenn sie das nötig hatten. Also ich soll hier jeweils ausschneiden. Dann den In-Place-Button die Ammo-Wax platzieren. Ammo-Wax. Was ich auch nett finde übrigens, man kann sich aussuchen, in was für einem Material die Sachen gecraftet werden. Also zum Beispiel haben wir hier Eichen-Ammo-Wax, während wir Jewel-Ladders haben. Mir fällt gerade nur nicht ein, was Chu nochmal ist für. Oder nicht Chu, Yu. Na, schlagt mich dafür, wenn ihr wollt. Yu, Ladders. Wir können uns das halt aussuchen, auch beim Craften, welches Material benutzt werden soll. Und können uns auch aussuchen, was aufgestellt werden soll, wenn wir es ein bisschen einheitlicher haben wollen. So, jetzt im Augenblick wollen wir aber, ist es egal, da wir eh noch nichts craften. Ach ja, und wir haben hier eine Ammo-Wax Storage. Hier können wir sogar die Priority einstellen, wie wichtig das Haulen für die Sachen ist. Und was überhaupt gelagert werden soll. Und ja, selbst hier sieht man schon wieder ein hübsches Detail, was das Material angeht. Es gibt Pine Bolts, Oak Bolts, U-Bolts, Redwood, Birk und Darkwood. Und dasselbe für die Arrows. Es gibt also auch sehr viele verschiedene Materialien für die Sachen zum Herstellen. Was mich auch recht an Dwarf Fortress erinnert. Nur halt nicht ganz so übertrieben viele Materialien. So, die Ammo-Wax stehen jetzt gleich. Spikes sind auch fast gebaut. Klicken wir auf Next. Du wirst bemerkt haben, dass deine Zwerge Scaffolding benutzt haben, um die Mauern zu bauen. Wenn sie komplett fertig sind, kannst du den Un-in-Place Scaffolding Button benutzen, damit deine Arbeiter sie removen. Klicke auf den Un-in-Place Scaffolding Button. Steuerung und Scrollen für die Höhe. Click on Drag in the Area that covers all scaffolding.
Notiz: Zwerge werden automatisch Scaffolding platzieren für Konstruktionsaufgaben. Nur wenn der Autoimplay Scaffolding Checkbox im Preference-Menü selected ist. Also das ist das, was ich euch vorhin gezeigt habe. So, das heißt, wir machen das Scaffolding wieder weg. Hier. Warum auch immer alles rot ist gerade. Haben wir zurzeit keine freien Arbeiter, die es einreißen. Das könnte gut möglich sein. Machen wir mal den Speed wieder höher, damit wir sehen, was ich auch ein nettes Detail finde, ist wirklich, dass die Zwerge hier ankommen und Pfeile in die Weapon Racks füllen und dass wirklich jeder Pfeil eine Entität ist. Also hier sind 42 Pile Arrows drin und hier werden auch wirklich 32 angezeigt, nicht 42, falsche Zahl. So, Scaffolding wurde abgerissen, gut. Das heißt Next. In der Zukunft möchtest du vielleicht, dass deine Arbeiter vom Kampf wegbleiben. Du kannst das tun, indem du eine Safe Zone erstellst. So wie du den Guard, die Guard Posts erstellt hast. Klicke auf den Safe Zone Button, erstelle eine Safe Zone, die 8 Blöcke groß ist. In deinem Schloss, entfernt von wo du den Kampf erwartest. Also wir erwarten den Kampf an der Tür, also erstellen wir am besten die Safe Zone hier an der Treppe. Also genauso sollte eine deiner Safe Zones eine Emergency Safe Zone sein, wo deine Zivilisten automatisch hingehen, wenn sie ein Monster sehen. Ja. Das ist auch eine Sache, die man so ein bisschen aus Dwarf Fortress kennt. Und ich mache sie halt 10 Felder groß. Und wenn ich sie anklicke, ist sie automatisch, weil es die erste ist, eine Emergency Safe Zone. Ja, Zivilisten werden automatisch hierhin flüchten, wenn sie ein Monster sehen. Next. Guter Job, Kumpel. Eine weitere Gruppe Orks ist auf dem Weg hierher. Wenn die letzte Gruppe Orks, die die Tür eingeschlagen hat, dann stell sicher, dass sie ersetzt wird. Wenn die Tür ersetzt ist, die Fallen gebaut sind und die Archers in Position sind, dann klicke auf Next. Also klicken wir auf Next. Eine weitere Ork-Kampfgruppe ist erschienen. Oder Kriegsgruppe. Kriegstrupp. Sieh zu, wie deine Fallen und Archer mit ihnen kurzen Prozess machen. Ja, da kommen sie. Dong, 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 dong. Ja, rennt, es sind Orks da. Und sie haben die Tür eingeschlagen, aber das ist kein Problem, denn wir haben ja noch die Nahkampfwache hier. Ja. Gut. Orks sind tot. Es ist noch nicht vorbei. Eine letzte Gruppe ist unterwegs und sie haben Elite Gnoll Archer dabei. Sorge für deine letzten Vorbereitungen. Gib deinen Archern eine Minute, um ihre Köcher nachzufüllen und deinen Ingenieuren die Spike Traps zu resetten. Und vergiss nicht, die Tür zu replacen. Wenn alles erledigt ist, klick Next. Okay. Eine neue Tür. Aus der alten wurde leider Kleinholz gemacht. Ist nämlich Agate wieder rausgekommen. Oder Agate.